Ja, Shalom Hayom. Jetzt sind wir bei der 9. Folge angelangt in unserer Serie, die Wiederherstellung des neuen Bundes. Und heute wollen wir sprechen über die Lästerung des Heiligen Geistes. Wir haben ja dieses Thema, Heiliger Geist, in einen großen Zusammenhang gestellt, Name Gottes. Und wir haben gesprochen über den einen unerforschlichen, transzendenten Gott. Und genau den hat Abraham proklamiert. Es gibt nur einen Gott. Und dieser eine Gott hat einen Namen, nämlich sein Name ist der vierbuchstabige, unaussprechliche eine Name. Und wenn wir im Gebet sind, im Gottesdienst sind, dann nennen wir diesen vierbuchstabigen Namen Adonai. Und wenn wir sonst von ihm sprechen, dann nennen wir ihn Hashem. Und Jeshua hat gesagt, ich werde euch den Namen Gottes kundtun und ich habe ihn kundgetan. Also erst hat er, dann wird er, lesen wir in Johannes 17. Und nun wollen wir in diesem Zusammenhang über die Lästerung des Heiligen Geistes sprechen. Und da habe ich zunächst einmal die Stelle aus 3. Mose 24, Vers 16. Wer aber den Namen des Ewigen mit Lästerung ausspricht, sterbe des Todes, steinigen soll ihn die ganze Gemeinde, Fremdlinge wie Eingeborene, wenn er den Namen lästernd ausspricht, werde getötet. Soll ich die Matthäus-Stelle auch gleich lesen? Und dann auch noch eine weitere Stelle oder zwei, Matthäus 12, Vers 31. Darum sage ich euch, alle Sünden und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben. Wer aber etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser noch in der künftigen Welt. Und noch Markus 3, Vers 28 und 29 und 30. Wahrlich, ich sage euch, alles wird den Menschenkindern vergeben werden, die Sünden und die Lästerungen, so viel sie auch lästern mögen. Wer aber den Heiligen Geist lästert, hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist. Eine sehr komplizierte Aussage, erst tatsächlich erst zum Schluss, alles wird vergeben. Aufpassen, ja, Yeshua Melech HaMashiach widerspricht niemals der Heiligen Schrift. Und Mord, ja, wird nicht vergeben. Aber hier ist auch der Zusammenhang, Mord lästert den Heiligen Geist, den Geist des Heiligen, genauso er. Lieber so, ja, weil, um die Sprachverwirrung nicht zu vermehren. Ja. Aber gut, auf Hebräisch sagt man Ruach HaKodesh und so kann man das auch übersetzen, Heiliger Geist. Ich will das nicht Wortglauberei betreiben. Es ist nur für uns wesentlich, ja, für die Erneuerung der Sinne, der Bezug, ja, zum Geist des Heiligen, gelobt sei er. Er ist die Quelle und er und sein Geist ist einer. Und er und sein Name ist einer. Und der Name des Heiligen, gelobt sei er, ist eben die Präsenz des Ewigen. Ja, er ist präsent mit seinem Namen in seiner Schöpfung, wirkt durch seinen Namen und die Wirkung geschieht mittels seines Geistes. Also je nachdem, was Hashem tun möchte, ja, wirkt er durch seinen Geist. Und hier haben wir schon gelernt, bitte schaut auf unser Shiur über den Namen Gottes. Ja, dort haben wir etwas darüber gesagt. Und so spricht Hashem, er wirkt Hashem mit seiner Gnade mittels seines Namens El. Es gibt eine ganz berühmte Stelle. Das ist 2. Buch Mose 34, Vers 6 und 7. Ja, sehr wichtig. Dort proklamiert der ewige Gelobte die Fülle seiner Güte. Heiliger Geist, bitteschön. Und er proklamiert dort, der Adonai, Adonai, Rachum Vechanon, Erachapayim, Rav Chesed, Ve'emet und so weiter. Bitte, es sind 13 Eigenschaften eigentlich genannt. Und es gibt noch eine Stelle, Micha 7, Verse 18 bis 20. Dort spricht man ebenfalls, also man, gut, Gott spricht, ja. Also der Prophet Micha, ja, berichtet uns, dass der ewige Gelobte sich seines Volkes wieder erbarmen wird, wie er sich seiner erbarmt hat in Ägypten. Und dann gibt es eine große Erlösung und die ist verbunden mit Micha 7, 18 bis 20. Kurz gesagt, Gott wirkt immer durch den Geist des Heiligen, genauso er. Und wir haben ja auch gelernt, der Name Ehye ist ja in besonderer Weise verbunden mit der errettenden Kraft. Der Heilige, genauso er, hat von Anbeginn entschieden, die Schöpfung zu regieren mittels seiner Barmherzigkeit. Das
ist sozusagen die Kumulation, ja, die Fülle, die darin beinhaltet ist. Denn was, wie kann man Barmherzigkeit sich denn vorstellen? Es ist eigentlich Herrschaft. Ja? Die Herrschaft mit Barmherzigkeit. In Barmherzigkeit ist ja immer beinhaltet Gnade. Deswegen Gnade und Barmherzigkeit ist oft synonym, ist aber nicht. Sondern es ist der König, der der höchste Richter ist, ja, der grundsätzlich ja wohlgesonnen ist und leben möchte und beziehungsweise will, dass der Sünder lebt. Gott liebt den Sünder, hasst die Sünde. So. Und weil er den Sünder liebt, hat Hashem entschieden, ich werde den Menschen begleiten auf seinem Weg und werde mitarbeiten und ich werde mich einsetzen. Während er aber sitzt nun als Richter, und das ist nun der Tag des höchsten Gerichts, ist uns sehr bekannt, ja, dann schaut Hashem auf alle Umstände, die den Menschen in das Leben geführt haben und wo er mit denen konfrontiert war. Also er betrachtet eben die persönliche Situation von jedem Einzelnen. Und dann betrachtet er natürlich auch die Werke, ganz wichtig, ne? Die Werke des Menschen. Und die Werke des Menschen sind gut und nicht gut. Das, was nicht gut ist, ist nun mal böse dann. Und das wird, so heißt es dann, natürlich ja, bestraft. Oder auch nicht. Ja. Ja oder nein? Ja. Nicht nach vollem Maß. Ja. Es gibt also zunächst einmal die Betrachtung der Werke. Nicht aufwiegen in dem Sinne. 1 plus 1 minus. Also 0. Nein, das gibt es nicht. Ja, das ist halt nicht. Das Gute, das der Mensch getan hat, das bleibt als sein Schatz in Ewigkeit. Wird nicht vergehen. Aber das Negative, da geschieht etwas. Und hier ist sehr viel abhängig von unserer Umkehr. Erstens, ja, sehr wichtig, der Mensch ist einsichtig, entscheidet, er will nicht mehr. Er will die von der Sünde lassen. Sehr gut. Und dann bittet er Hashem um Verzeihung. Und Hashem sagt, ja, ich verzeihe. Gut. Verzeihung und Vergebung sind zwei verschiedene Begriffe. Verzeihen bedeutet schwebend und wirksam. Also ich schaue mal, was du tust. Ja, wenn du tatsächlich das, was du versprichst, auch handelst, dann wird es auch vergeben. Vergeben und vergessen. Es gibt also Vergebung. Vergebung ist ja Streichen. Streichen der Sünde ganz und gar. Und das ist also nicht nur Symptombehandlung, Krankheit, sondern auch dann absolute Heilung, Wegnahme der Ursache der Krankheit. Hm. Das ist Vergebung. Ich werfe deine Schuld in die ja, Tiefe des Meeres. Ja. Micha 7, 18 bis 20. Hm. Und es gibt also diese besondere Kraft von Hashem, dass er vergeben will. Und es gibt auch eine Handlung ohne Grund. Also Liebe braucht keinen Grund. Ja, ist die Grund genug? Und es ist so, dass der Heilige Gelobse er mit uns handelt nicht nach Maß, so wie verdienen, sondern aus Liebe. Das ist nicht nach Maß, das ist ohne Grund. Ohne Grund. Ja, das ist dann umsonst. Umsonst. Das ist das Schönste, was es gibt. Diese großartige Kraft, beim, ja, große Liebe, Barmherzigkeit, ja, nennt man höhere Barmherzigkeit. Das ist das, was Yeshua uns warnt. Wir dürfen niemals anzweifeln, die Barmherzigkeit Gottes. In der konkreten Situation hat Yeshua Melech HaMashiach einen Menschen geheilt. Und da wurde ihm unterstellt, er tut es mit der Kraft des Bösen. Yeshua hat darauf richtig geantwortet, natürlich, wir wissen, was er gesagt hat. Aber das, wo er dann warnt, ist, schaut her, ihr seid kurz davor, dem Geist des Heiligen Gelobse er zu lästern. Ihm zu unterstellen, ja, dass er, der Heilige Gelobse er, Menschen nicht liebt und dass er sie nicht heilt und dass er das Gegenteil bewirkt, das ist Lästerung des Heiligen Geistes. Und so betont Yeshua auch den Punkt, man wird den Menschensohn lästern, das wird vergeben. Aber wenn man den Geist des Heiligen Gelobse erlästert, das wird nicht vergeben. Bloß nicht unterstellen, dass es bei Gott keine Vergebung gibt. Das ist ganz besonders wichtig, weil genau diese Situation wird von der bösen Nachricht, so würde ich sie nennen, missbraucht. Ja, und zwar
mit der Aussage, wer nicht glaubt, dass Jesus Gott ist, nicht, der wird nicht gerettet. Genau. Das ist falsch. Jeschua hat niemals gesagt, dass er Gott ist. Gott behüte, sonst wäre das eine Lästerung. Das geht gar nicht. Aber die Aussage, dass es bei Gott keine Vergebung gibt, wenn man nicht glaubt auf diese Weise, das ist Lästerung des Heiligen Geistes. Das muss man sich mal vorstellen. Diejenigen, die das dann nun tun, im guten Glauben, ja, was habe ich vorhin gesagt? Die Umstände, die sind Gott bekannt. Und er kennt die Herzen der Menschen. Und ich bin überzeugt davon und ich glaube es und ich bin nicht der Erste und nicht der Letzte, sondern einer von, ja, praktisch ist es die Mehrheit unseres Volkes, die das glaubt, damit ihr Bescheid wisst. Wir unterstellen den Menschen nicht, dass sie so einfach mal Götzendiener sind. Im Gegenteil, es gibt eine sehr große Diskussion eben darüber, dass die Christen übrigens Monotheisten sind. Also wir glauben ihnen, den meisten Christen, glauben wir, also bei allen kann man ja so nicht sagen, aber den meisten, dass sie an den einen Gott glauben und das ist Gott Israels. Das muss man sich vergegenwärtigen. Ja? Warum? Ja, weil sie Gott anbeten und sie tun das so auf die Art und Weise, wie man sie gelehrt hat. Okay? Sie sind durcheinander, was Trinität angeht, das verstehen wir. Aber Gott im Herzen, das merkt man an den guten Werken, die die Menschen tun. Ja? Schaut auf die Werke. Und wir haben die Halle der Gerechten der Völker in Yad Vashem. Ob das nun Muslime sind oder Christen, ist gar nicht wichtig. Oder aus welchem Volk oder Nation sie kommen. Schaut auf die Werke. Und das hat der Jeschua auch gelernt. Schaut auf die Früchte. Und das sind die Werke. Darum, ja, ich glaube, dass die meisten Menschen tatsächlich von Gott eine Erfahrung bekommen haben. Die Erfahrung des Geistes, des Heiligen, glaubt er, der Zeugnis gibt von der Existenz des einen Gottes. Ganz genau. Und er, der Heilige, glaubt er, bezeugt, dass Jesus, ich nenne ihn mit Absicht mit diesem Namen, um keine Missverständnisse kommen, Jeschua, ja, dass er der Erlöser ist und Retter der Menschheit, eben Sohn Gottes. Ohne dass man überhaupt begreift, was es wirklich im Einzelnen ist, aber wisst ihr was? Vollkommener Mensch. Und dann ist auch gut. Ja? Verständlich? Ja. Das ist Liebe. Ja. Ohne Grund, unverdient. Hashem gibt ein Geschenk. Und die Menschen haben das in ihrem Herzen. Und sie sagen Halleluja. Und ich habe viele gern gelernt. Und ich glaube jedem Einzelnen von ihnen, er schaut mir in die Augen, ja, und strahlt über, ja, und er kann gar nicht so viele Worte finden, wie sehr er sich angenommen fühlt, bestätigt, gerettet, erlöst und, ja, und bereut die Sünden und ja, vieles mit Unverstand. Weil man hat ihm ja nicht gesagt, du sollst dich nicht beschämen. Ja? Du sollst dich nicht beschämen, du sollst nicht erzählen in aller Öffentlichkeit, welche Sünden du gemacht hast gegen Gott. Ja? Das geht nur dich und deinen Gott was an. Diejenigen, die dich lehren, dass du deine Sünden in aller Öffentlichkeit ausschreist, lästern. Sie sind keine Freunde, sie sind Feinde. Ja, du sollst deinen Feinden keine Werkzeuge in die Hand geben, damit sie dich beschämen. Du sollst dich selbst nicht beschämen. Du darfst dich selbst nicht verfluchen. Das ist ein Gebot. Ja, ja. Ja, wirklich wahr. Ja. Ja. Das ist so. Du sollst deine Sünden gegenüber Gott leise in sein Ohr flüstern. Keinen einzigen Menschen, nur ihm, was ihn angeht. Wenn es gegen den Menschen was getan hast, musst du natürlich mit dem Menschen besprechen, darüber rede ich jetzt. Aber gegenüber Gott geht nur ihm was an. Und er mag es überhaupt nicht, dass sein Kind, du bist sein Kind, dass du anfängst, dich selbst so zu bezichtigen. Warum? Das lästert ihn. Denn er hat dir von seinem Geist gegeben. Er hat dir die Seele gegeben. Die Seele, was meinst du, was deine Seele eigentlich ist? Ist Teil Gottes. Ja. Du bist sein Kind. Sein Kind. Darum darf man auch keinen Menschen fluchen. Es ist ein Gebot, fluche niemals einen Menschen. Es ist immer mit Gott verbunden. Denn die Würde des Menschen ist nun mal, dass Gott den Menschen gemacht hat und uns jedem Einzelnen persönlich mitgezeugt hat. Jedem hat er seine Seele gegeben. Man stelle sich das vor. Nun, Jeschua Melech HaMashiach ist demütig vom Herzen
demütig. Und er sagt, auch wenn man den Menschensohn lästert, wird es vergeben. Denn höher als er, und sagt er, ist mein Vater. Und an seiner Barmherzigkeit sollte man niemals zweifeln. Dementsprechend sollte man natürlich den Namen Gottes nicht fluchen. Das ist auch ein Gebot, ne? Haben wir aus der vorgelesen. Genau, ja. Das ist im Levitikus. Ganz genau. Ja, das ist nun klar. Wer das tut, gut, ja, der wird dann keine Zukunft haben. Niemand sollte Gott, den Namen Gottes fluchen. Aber ich denke, darüber muss ich nicht mal sprechen. Das ist selbstverständlich, nicht wahr? Die dummen Feinde, die tun es. Einen Punkt muss ich hier nur erwähnen, weil es Unverstand gibt an der Stelle. Ja, also Unwissenheit, besser gesagt, nicht Unverstand. Der eine Gott, von dem wir reden, ist immer Gott Israels. Es gibt keinen anderen Gott als den Gott Israels. Und die zehn Gebote, ja, sind Gegenstand des neuen Bundes. Man darf es nicht vergessen. Dasselbe, was Gott uns am Sinai gegeben hat, eben dieselbe Tora, ist Gegenstand des neuen Bundes. Und dort steht geschrieben, ich bin der ewige, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Eben dich, Israel. Das ist ein Thema, das wir noch besprechen müssen, nicht wahr? Wir haben noch viele Schiurim vor uns. Aber jeder, ja, der den neuen Bund eingegangen ist, vom Herzen, ja, in sein Herz ist das ja geschrieben. Warst du in Ägypten? Also auf welche Art und Weise bist du Israel? Gott Israels ist der aktive, rettende Gott und kein anderer. Ich danke euch, ja, für eure Geduld, dass ihr mitmacht. Und ich hoffe, dass wir heute ein bisschen Licht gebracht haben in diese Formulierung, Lästerung des Geistes des Heiligen, gelobt sei Gott behüte. Stimmt? Ja. Du bestätigst das. Ja. Ja. Was denn sonst? Ja. Aber wenn etwas unklar ist, bitte schreibt an uns. Ja. Meine E-Mail ist baruch@lashorish.org. Ja, wir sind für euch da. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dann in den sozialen Netzwerken auch die Fragen öffentlich zu formulieren. Das ist legitim. Wir versuchen auf alle Fragen auch zu antworten. Und wenn es ein bisschen dauert, bitte ich um Nachsicht. Manchmal ist ein bisschen viel zu tun. Aber wir kommen schon darauf zurück. In dem Gut. Sinne, ne? Ja. Shalom Hayom. Shalom Hayom, auch von mir. Und bleibt gesund. Bleibt gesund und kommt wieder.